Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ja, wir stehen buchstäblich im Dunkeln. Und ja, müssen wir jetzt erstmal hier schnell rausfinden. Das mit dem Schlafsack aufheben hat nicht viel gebracht. Ich sehe jetzt einfach zu, dass ich hier rauskomme. Jep. Ach Mann. Aber wenn ich nämlich draußen bin, können wir nämlich weiter gucken. Ich sehe schon das Ende. Ist es dunkel oder draußen oder? Ich kann das gerade nicht erkennen, ob es dunkel ist oder. Wäre schön, wenn der Wolf jetzt weg ist. Es ist sowas von dunkel draußen. Und der Wolf ist immer noch da. Ich glaub's ja wohl nicht. Ach, wie sieht's denn bei mir aus? Ach, Mist, 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 Mist. Ich würde hier ungern pennen, ey. Wir gehen noch mal rein. Dunkel ist doch ein bisschen schlecht. Ich schaue mal, ob ich jetzt hier irgendwo den Schlafsack aufstellen kann. Es ist mit der Fackel ausgebrannt. Kaputt. Aktion. Toll, die können wir zerlegen. Platzieren. Dann lass uns noch mal ein bisschen schlafen. Machen wir noch mal 6 Stunden Schlaf. Nee. Aufheben. Ach so, das ist sein Magen. Ich dachte schon, was ist denn das jetzt für ein Tier? Erstmal schön was trinken. Und was essen. Was haben wir denn noch? Eine Dose. Ja gut, das hat nicht viel gebracht. Essen wir uns noch einen Müsli-Riegel. So, das sollte erstmal reichen. Und ich brauche wieder ein Feuer. Irgendwie klappt das nicht immer mit dem Rausholen. Oh, voilà. Ja, der hätte ja auch lange laden können. Gehe ich jetzt gerade wieder zurück? Ja, sicher gehe ich wieder zurück. So. Ja, wir müssen uns dem Wolf stellen, ne? Ich weiß zwar auch nicht, wie wir das machen sollen. Wir haben nichts, um uns zu verteidigen. Außer Feuer. Und ein paar Steine. Stock hier. Das mit dem Wolf ist echt heftig. Wie sollen wir denn an den vorbeikommen? Wölfe. Unbedingt zu vermeiden. Ja, das versuche ich ja gerade die ganze Zeit.
Wölfe sind keine Hunde. Ach nee. Und hier draußen extrem gefährlich. Normalerweise meiden sie Menschen. Aber darauf solltest du es nicht ankommen lassen. Wie die meisten Dinge in der Natur haben Wölfe Angst vor Feuer, Lagerfeuer, Fackeln oder Signalleuchten können sie fernhalten, besonders wenn du sie nach ihnen wirfst. Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. Am besten gehst du ihnen einfach weiträumig aus dem Weg. Vergiss nicht, Blut und rohes Fleisch locken sie an. Wie soll ich den denn umgehen? Das ist ja förmlich unmöglich. Toll. Ich versuche ihm aus dem Weg zu gehen, obwohl das nicht funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Das wird sowas von nicht funktionieren. Ich schleiche mit Absicht. Mit der böse. Thank goodness. Made it through another night. Er hat uns entdeckt. Ich will doch einfach nur daran vorbei, Hündchen. Gut, der ist jetzt böse, weil er da am Fressen ist. Gott sei Dank, ey. Wo bin ich überhaupt? Hochhalla. Wie laufe ich denn hier? Wir wollen uns mit ihm auch überhaupt nicht anlegen. Ich habe da gar kein Interesse dran. Na gut, jetzt können wir uns ein bisschen schnell machen. Schade, mit der Fackel hätte ich ihn eventuell verjagen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Ich muss mich nicht unbedingt mit einem Wolf anlegen. Wenn das nicht sein muss, muss das auch nicht. Nee, das muss ganz und gar nicht sein. So, alles sieht gut aus. Antiseptikum, Antibiotika. Nehmen wir mal Antibiotika. Ich weiß nicht, ob das was bringt. War wirkungslos, okay. Was ist mit dem mit Antiseptikum? Bringt das was? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Why didn't that work? Mal wirkungslos. Okay. Ich habe keine Ahnung, was man bei einer Erfrierung macht. As lost as I thought. Ja gut, da lang würde ich jetzt nicht unbedingt. Da steht auch Erdrutsch und Gefahr und ja. Wir gehen schön hier lang. Das sieht auch sehr gut aus. Wir können ins Fahrzeug einsteigen. Fahrzeuge, suche Unterschlupf. Autos können als Unterschlupf dienen und dich vor Wind und Raubtieren schützen. Vielleicht findest du sogar Vorräte im Handschuhfach oder Kofferraum. Cool. Ach, können wir hier nicht erstmal eine Runde pennen, ey? Bin falsch eigentlich, bin da hinten eingestiegen. Das hat sich gerade ganz komisch angehört. Thank goodness. Okay, was zu trinken. Na, immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin.
Milton. Brücke von Fichtensturz. Warum haben die denn alle ihre Autos hier stehen gelassen? Ich meine, gut, sie kamen wahrscheinlich nicht mehr. Brecheisen. Wo soll ich denn das jetzt herkriegen? I can always use more food. Ich finde, wir haben noch genug zu essen. Stell ihn nie so an. Ach, wir haben zu viel zu tragen. Wir können auch die Motorhaube öffnen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was uns das bringt. Wir haben Schuhe gefunden. Was ist denn da? Da ist nichts. Ein Baum. Wenn man da so rüber kann, okay. Hm. Could end up being useful. Letzte Auto. Okay. Das war nichts. Aber wir folgen der Straße weiter. Und das sind hier für Spuren. Sieht nach Häschen aus. Ach, mein Hund ist am Brummen. Ich dachte gerade, ist hier schon wieder ein Wolf? War tatsächlich am Brummen hinten. Oh. Ja, es sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Ich sammle jetzt auch erstmal keine Stöcke mehr ein. Boah, sein Magengeräusch, ne? Es ist so schlimm. Laut vor allen Dingen. Toll. Als wenn ich jetzt wieder zurückgehe und dann mit dem Brecheisen. I need to drop something. Ja, ich muss was ablegen. Toll. Was haben wir denn da alles? Quatsch. Nein. Was macht der denn jetzt? Achso. Ja, wir können das hier ablegen. Können wir zerlegen. Wird zwar nicht viel bringen, aber Lampenöl, Nähzeug. Mein Hund ist die ganze Zeit. Aktionen. Hm. Das ist frisch, das ist... Ah ja, wir könnten Klamotten anziehen. Guck mal, die hatte ich noch nicht, ne? Oder? Moment, ich muss mal kurz gucken. Handschuhe. Schuhe habe ich. Wildstiefel. 4% nass. Na, die waren doch besser. Okay. Was könnte man denn noch machen? Streichholze habe ich ohne Ende. Ich habe viel Fleisch. Ja gut, aber ist sehr wichtig, ne?
Lass mal gucken. Könnten wir jetzt noch eine Kleinigkeit essen? So. Sieht sehr gut aus. Wir frieren. Was ist das denn hier für so ein Geräusch? Ist das hier so, wie so ein... Wie heißen diese Tiere nochmal? Ach, die immer klopfen, diese Vögel. Pilze. Lackporling sammeln. Ich weiß nicht, was die machen. Ob man die essen kann? Ein großer, ungiftiger Pilz, der hauptsächlich an Nadelbäumen wächst. Als Tee zubereitet hat der antibiotische Eigenschaften. Oh, na dann nehmen wir den natürlich mit. Obwohl ich nichts mehr tragen kann. Und dort ist da... Ist da eine Höhle? Weil der junge Mann friert ganz schön. Ich könnte hier aber... mir eben ein Feuerchen machen. I'm gonna have to leave something behind. Ja, ich denke, hier kann ich mir ein Feuer machen. Was ist? Zunder zum Feuer machen benötigt. Wo kriege ich den denn her? Gibt's doch nicht. Ich werde erfrieren. In der Höhle war es wärmer als im Auto. Wow, das war knapp. Toll. Muss ich auch noch hier lang gehen. Tannenast. Beil zum Zerlegen benötigt. Oh, wie sieht's auch? Das Wetter sieht gar nicht gut aus. Ja, ich habe keinen Zunder. Was soll ich denn machen? Ich kann noch nicht mal ein Feuer machen, weil ich keinen Zünder habe. Eine Höhle wäre gut wieder. Wow. Hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich den sowieso nicht kriege. Oh, das da hinten sieht gut aus. Okay, da sind die Bäume durch. Also wieder so ein Rutsch, so ein Erdrutsch oder sowas. Aber hier, Häuschen. Kleine Häuschen, oh mein Gott, wie geil. Da kann ich mich drinnen wärmen. Auf Toilette kann ich nicht gehen. Das sieht sehr gut aus hier. Einmal drumherum gucken, ob hier irgendwas Wichtiges liegt oder so. Kann man dort irgendwas erkennen? Das ist die Brücke, über die ich gekommen bin. Na dann mal rein da. Boah, hier wird es wenigstens warm.
Oh, hier wird's warm. What have we here? Da können wir nichts mit anfangen. Socken. Kanister Öl. Ich weiß, ich packe gerade alles ein. Ich guck schon, was ich wegpacke und was nicht. Wir haben ein Bett. Wir haben eine Wasserflasche. Hope I can still eat this. Sehr schön. Ich würde auch erstmal sagen, wir bleiben hier. Ach. Ja gut, der Tag hat gerade angefangen, ne? Warten. Wir könnten jetzt ein bisschen warten. Warten wir mal 5 Stunden. Spielen wir Karten so lange. Zählen ein bisschen. Och. Jetzt wird er sogar müde, ey, der junge Mann. Ja komm, dann kannst du jetzt 10 Stunden schlafen. Packt er das mit dem Essen und mit dem Trinken? Ich denke, ne? Wird er schon packen. Ist ja ein starker Mann. Ansonsten wachen wir jetzt nicht mehr auf. Okay, es ist sehr dunkel. Wir haben Durst. Trinken wir ein Schlückchen. Oh, sehr schön. Dann essen wir. So. Okay. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Jetzt wäre ich eigentlich dafür, wenn wir... Ach man. So ein bisschen Feuerholz. Kein Lagerfeuer in geschlossenen Räumen. Ah, okay, 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 okay. Ich hatte aber noch was hier, genau. Was kann ich denn hier mit anstellen? Mit der Haut. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen Luft getrocknet werden. Oh. Auch 5 Tage lang Luft getrocknet. So lange habe ich keine Zeit, ne? Ich muss aber irgendwas ablegen. Eieieiei. Oh mein Gott. Kann ich in einem kann Brennstoff für Öllampen enthalten? Ach so, für Öllampen. Ja. Hm. Das legen wir ab, das brauche ich nicht. Okay, die Socken können weg und die Schuhe auch. Wo sind denn die Schüsse und Socken? Das sind die, die ich trage. Das sind die, die ich nicht trage. Aktionen. Reparieren, zerlegen. Und Dingen zerlegen. Die Schuhe. Genau. Ich habe immer noch... Ich trage immer noch zu viel. Das ist doch ätzend. Was ist das über Tannenholz? Das ist zwar kein Hartholz, brennt aber wie eins. Möbel im Gebäude und so weiter. Okay. Das habe ich alles an. Eine Packung Wasserreinigungsmittel kann helfen, Durchfall zu vermeiden. Wisst ihr was? Die lassen wir mal da. Voll die. Ich brauch die nicht, ne? Kann
Anscheinend nicht lange, riecht aber dafür gut, okay. Lampenöl kann ich eigentlich auch, ja, was heißt da lassen? Ich will es ja nicht gerne da lassen, ne? Also ich bin dafür, dass das jetzt erstmal reicht. Jetzt legen wir uns noch 3 Stündchen aufs Ohr. Ich speichere das direkt. So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt wieder auf den Weg. Ich weiß ja nicht, ob es eine gute Idee ist. Oh, ich habe überhaupt kein Licht, ey. So. Es ist sehr heftig am Schneien. Ich weiß auch nicht, ob wir echt nachts... Ich glaube nicht, dass wir nachts hier durch die Gegend laufen sollten, ey. Ich finde das nicht in Ordnung. Irgendwas im Mensch, also mein Verstand sagt mir, tu es nicht. Das weiß ich nicht. Ich sollte es wirklich nicht tun. Okay, aber wir gehen jetzt auch weiter. Aber in der nächsten Folge. Und ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.